Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, mein Name ist Christoph Bartelt vom Senat der Wirtschaft und ich freue mich heute, Dr. Ottmar Hill und Professor Dr. Leopold Stieger bei uns willkommen zu heißen. Gerne. Hallo. Ja. Darf ich Sie beiden zuerst einmal bitten, sich vorzustellen und über Ihre Tätigkeiten zu berichten? Senator Hill vielleicht zuerst. Ja, ich bin der Ottmar Hill, ich bin ein gelernter Wirtschaftspsychologe und habe seit 50 Jahren etwa immer mit Personalberatung zu tun gehabt. Ich habe etwa, weiß nicht, 250.000 Leute auf Eignung untersucht für verschiedenste Jobs in verschiedenen Ländern und habe auch dieses Hild international aufgebaut. In den letzten 3 Jahren beschäftige ich mich mit Firmentransformation und habe auch seit 20 Jahren etwa strategische Planungen gemacht mit Firmen. Und das sind Techniken, die eigentlich bei den Firmen gar nicht bekannt sind, weil es mit intuitiven Methoden stattfindet, um irgendwie eine gewisse Komplexität zu bewältigen. Und nebenbei gibt es natürlich immer wieder die Anforderungen von jungen Leuten oder auch von älteren zu sagen, also wo ist denn bitte mein Platz auf dieser Welt? Und da, obwohl das jetzt nicht ein großes Geschäft ist, aber ist es trotzdem sehr wertvoll, Leuten eine Orientierung zu geben und das mache ich nach wie vor gern. Ältere Menschen ist vielleicht das Stichwort. Professor Stieger, Sie haben eine Plattform gegründet, Seniors for Success. Vielleicht können Sie etwas darüber sagen. Ja, ich bin der Pionier der Personalentwicklung in Österreich. Vor mir hat das niemand gemacht. Entwicklung heißt nicht etwas vermitteln und lernen, sondern die Person selber entdecken lassen, welche Potenziale in ihr liegen. Also sich selbst entwickeln ist mein Thema, immer gewesen. Habe dazu eine Firma gegründet, die Gesellschaft für Personalentwicklung. Und wie das Pensionierungsalter nahte, habe ich diese Firma und 2 andere an meine 4 Söhne übergeben. Das ist auch interessant. Die wollten zuerst gar nicht und plötzlich ist das irgendwie doch in Fluss gekommen. Und dann habe ich mir gesagt, da bleibe ich nicht mehr drin. Ich bin nicht mehr der Oberaufseher oder Vorsitzender des Aufsichtsrats oder irgend sowas. Und habe was Neues gegründet, nämlich diese Plattform Seniors for Success, die das Ziel hat, Menschen wach zu küssen. Nämlich an diesem Übergang gibt es so viele in die Pension. Nach dem Beruf gibt es so viele Menschen, die sich in die Hängematte legen. Noch immer, es ist viel weniger geworden. Aber dann wundern sie sich, warum das nicht lustig ist und haben aber meist dann keine Energie mehr, aus dem auszusteigen und was Neues zu machen. Und das ist mein Ziel, das mache ich jetzt schon 18 Jahre lang und wir haben einiges erreicht, aber nicht jeder Österreicher macht es schon richtig. Und welche Formate bieten Sie an? Also Seminare, Coaching-Programme, wie darf man sich das vorstellen? Ja, sowas ist auch beides, nicht? Seminare und Coaching, aber wir haben eine große, vielleicht zu große Homepage, wo so viel drin ist, dass man fast untergehen könnte. Wir haben einen Newsletter, den wir kostenlos alle 2 Monate ungefähr ausschicken mit irgendwelchen Meldungen zu dem Thema. Und ich habe 2 Bücher publiziert, auch zu dem Thema. Eines davon, wie bereite ich mich auf die Pension vor? Und wir machen Interviews mit Journalisten von Zeitungen und Fernsehen, sehr viele solche Sendungen. Ja, und wir sind immer noch unterwegs in dem Thema, weil das Ziel nie erreichbar ist, nicht diese Quote von 100%. Das Thema ist ja eng verbunden mit dem Thema Fachkräftemangel. Herr Hill, können Sie etwas dazu sagen, wie man damit umgehen soll oder welche Konzepte haben Sie für diesen Bereich? Also mich interessiert immer das Thema Mentoring. Das heißt, jemand, der älter ist, gibt jemand Jüngeren eine gewisse, was ist, Leitlinie oder einen Anhalts,
ein Geländer, ja, wo man sich weiter handeln kann. Und das, glaube ich, ist etwas, was sehr wichtig ist, gerade für junge Leute, um auch sie in der Karriere zu stabilisieren. Sehr oft wechseln die per Zufall in irgendeine andere Firma oder sind unglücklich dort, wo sie sind. Aber oft fehlt einfach jemand älterer, der eigentlich eine Stabilisierung ist. Und das interessiert mich am meisten. Und ich würde gerne aus meiner Erfahrung auch berichten, wie ich das gehandhabt habe mein Leben lang. Ich habe nämlich mein Leben lang immer Mentoren gehabt, immer. Und zwar sehr, sehr gute. Ja, das ist nämlich auch wichtig. Und die haben mir geholfen, eigentlich auch dieses internationale Netzwerk aufzubauen. Also sie kriegen da nicht nur einen fachlichen Input, das kann auch von einer anderen Branche sein, das ist völlig gleich. Sie kriegen auch das Netzwerk von jemand Älteren gegeben. Das ist jemand, der 35 Jahre ist, hat der einfach noch keines. Während der mit 60, der hat's. Vielleicht, Professor Stieger, vielleicht können Sie mal plakativ formulieren, was können die Älteren den Jüngeren mitgeben? Sehr viel. Aber es ist nicht mehr das Gleiche, was sie sozusagen ein Leben lang gemacht haben, sondern sie müssen jetzt entdecken, an dem Übergang vor allem, was sind die Fähigkeiten, die ich jetzt habe und vielleicht vorher nicht hatte. Und damit müssen sie ihren Arbeitsplatz etwas verändern, sodass wirklich das zum Tragen kommt, was sie können. Und weil Sie gefragt haben nach dem Fachkräftemangel, jahrelang haben wir eigentlich gehofft, dass das passieren wird. Ich bin boshaft, weil das eigentlich ein tragendes Thema für unsere Plattform ist, nicht? Und heuer ist es da. Das erste Mal wirklich. Früher hat man sich gespielt damit und gesagt, ist nicht so schlimm. Gute Firmen haben genug Leute gefunden und schwache Firmen sind vielleicht dann daran auch zugrunde gegangen. Aber diese Talente, die Ältere haben, und es sind andere als Jüngere, die gehören geweckt und genützt. Und das ist meine Ambition. Was würden Sie Arbeitnehmern empfehlen, um sich auf die Pensionierung vorzubereiten? Also ich vermute, es ist wahrscheinlich gut, wenn man sich vorher schon Gedanken macht, als wenn man plötzlich in so ein Loch fällt und dann von einem Tag zum anderen sich umorientieren muss. Ich möchte sagen, das Entscheidende ist ja immer der Purpose des Lebens. Was ist eigentlich der Kern? Wofür bin ich da? Wo ist mein Platz in meinem Leben? Und gerade wenn Sie in die Pensionierung kommen, haben Sie ja eine Möglichkeit noch für die nächsten 15 Jahre, sich neu zu positionieren. Mehr, 20. 20 Jahre, 25 Jahre. Ja, kann schon sein. Ja. Das ist schon gut, Leo. Ja. Also, viele kommen dann zu mir und sagen, ich mache jetzt so einen psychologischen Test bei Ihnen. Also einen Persönlichkeitstest, einen Interessenstest. Manchmal kommt da eine völlig andere Branche raus, weil die Leidenschaft irgendwie nicht wirklich berücksichtigt wurde. Also ich hatte jetzt einmal einen Generaldirektor von irgendeiner Bank und da hat sich herausgestellt im Interessenstest, der hatte überhaupt kein Interesse an Wirtschaft. Sage ich, hören Sie, jetzt sind Sie 15 Jahre Generaldirektor, wieso haben Sie das gemacht? Sagt er, naja, wegen dem Geld. Sage ich, Sie haben Interesse für Technik, für Natur, Naturwissenschaften und für Soziales. Da fällt mir ein Berufsbild, das für Sie passen könnte, nämlich Lawinenverbauer. Sagt er, wieso wissen Sie das? Mein Vater war Lawinenverbauer. Sag ich, na, das sehe ich, das ist genetisch bei Ihnen. Hören Sie auf als Bankdirektor, der Schnee fällt, die Leute werden verschüttet, rauf auf die Berge und helfen Sie denen. Aber ich persönlich würde jetzt denken, ist das nicht ein Phänomen eher älterer oder früherer Generation, dass man sagt, nach dem Krieg, da musste jemand Geld verdienen oder so? Das ist ein ewiges Thema. Okay. Aber die Leute spielen eigentlich mit ihrem Leben russisches Roulette. Die machen irgendeine zufällige Ausbildung, die passt nicht ganz. Dann probieren sie andere, da fallen sie auf die Schnauze, dann sind sie frustriert. Das heißt, eigentlich ist dieses Thema ein Thema, das vom 16. Lebensjahr, wenn die Pubertät vorbei ist,
bis ins hohe Alter immer ein Thema ist, wo positioniere ich mich. Ich glaube überhaupt, das ist das Kernthema von Menschen. Ja, dass sie den das hat natürlich auch Einfluss auf die Gesundheit, nehme ich an. Ja, wenn man sich immer quälen muss und zwingen muss, irgendwas zu tun, was man nicht mag, dann ist das ja auch nicht... Nur wird man krank. Ja. Aber selbst wenn Sie krank sind, können Sie auch etwas Berufliches machen, das interessant ist. Spitalstester oder so, ja. Sicher. Ja. Ich habe das auch erlebt, so wie wir gestartet haben vor 18 Jahren, dass der Großteil der Menschen sich danach sehnt, nichts mehr zu tun und nur mehr zu genießen. Auszuschlafen. Ja. Auszuschlafen und ein bisschen reisen und ein bisschen Golf, aber nicht zu viel. Und damals hat es Matura-Kollegen gegeben, die mich angesprochen haben, sagen wir mal, spinnst du? Hackelst du noch immer? Schau, ich lege mich in die Matte oder wie immer, ich genieße das Leben. Und wenn wir heute zusammenkommen, könnten Sie aus der Gruppe der Maturanten wahrscheinlich auch heraushören, wer so gedacht hat und wer anders gedacht hat. Und dieses Denken ist größer geworden. Also heute gibt es kaum mehr jemanden, der sagt, ich will jetzt nichts mehr tun und nur mehr mich ausruhen. Wovon und wofür? Nicht? Es sind 20 Jahre mindestens, die noch vor einem liegen. Und wenn man sich vorbereiten will auf die Zeit nach der Pensionierung, dann muss man das weit setzen und nicht für die nächsten 2 Jahre. Was ist meine Vision, was ich erreichen will? Oder anders ausgedrückt, wenn ich einmal von dieser Welt gehe und zurückblicke, muss ich sagen können, war mein Leben sinnerfüllt oder nicht? Und ganz am Schluss kann man nichts mehr ändern, aber knapp davor schon. Also ich denke, Sinn und Vielseitigkeit sind auch gute Stichpunkte, um auf die Arbeit des Senats der Wirtschaft zu kommen, weil wir sehr breit aufgestellt sind. Welche Themen, oder fangen wir erst so an, der Senat der Wirtschaft ist in vielen Bereichen tätig, und in welchen Dingen, denken Sie, können Sie davon profitieren, beziehungsweise welche Bereiche würden Sie sich wünschen, dass der Senat Sie stärker in die Öffentlichkeit bringt? Also das Thema entwickle dich und das den Firmen bewusst zu machen, welches Potenzial sie haben. Nicht? Die haben ja jahrelang, die Älteren, weil man sich nicht vorstellen konnte, dass der noch etwas anderes könnte, sozusagen mit einem Fußtritt hinausgeschickt. Und was haben sie jetzt, müssen sie jetzt machen? Jetzt müssen sie sich versuchen zurückzuholen. Und das gelingt ganz selten. Warum gelingt es nicht? Und das wäre eine Botschaft, die der Senat vermitteln könnte. Der Stall, aus dem Sie gekommen sind, wenn der nicht gut riecht, also das Klima nicht gut war, dann können Sie mich nie mehr dazu bringen, dorthin zurückzugehen. Wie wird diese Heimat eines Arbeitnehmers so attraktiv, dass ich sage, ja, ich käme gerne zurück? Und was man da tun kann, und da kann man viel tun, aber man muss sagen, wir greifen in der Firma dieses Thema auf. Also das Thema Mitarbeiterbindung, ja. Nachhaltiges Management, dass man auch wirklich nicht nur in jährlichen Abständen plant, sondern auch denkt, was wird in 5 Jahren sein, in 10 Jahren sein, sind wichtig. Herr Hill, was möchten Sie dazu sagen? Das ist ein Lieblingsthema von dir, Leo, dass du Leute zurückholen willst, die schon früher in der Firma waren. Aber ich denke, das geht noch viel weiter. Das können ja auch Leute sein, die gar nicht in der Firma, nicht einmal Leute, die aus der Branche kommen, sondern die man einfach attrahiert. Das Berufsbild des Mentors ist überhaupt nicht bekannt, wird auch nicht gefördert. Es gibt Mentoren, stille Mentoren, die das selber oft gar nicht wissen, dass sie eine Mentoring-Rolle haben, aber die, an die man sich immer wieder wendet und sagt, bitte, Maxi, kannst du mir da helfen, also ich käme nicht aus. Ja? Also mein Anspruch an den Senat der Wirtschaft wäre, dass es politisch einfach eine Art Druck gibt, dass auch die Politiker das begreifen. Die Politiker haben keine Ahnung davon. Ja? Und auch
Was auch wichtig wäre, ist, dass man sozusagen eine Mentorenausbildung bietet. Die braucht nicht lange sein, 2 Tage, weil der Mentor muss ein paar Sachen beachten dann, die er nicht machen darf oder die er machen soll. Ja? Und auch die Frequenz, auch die Bezahlung, all diese Dinge. Ich meine, ein Pensionist, der 485 Euro im Monat verdient und dann zur Pension, das ist ja geradezu lächerlich, das will ja keiner machen. Das ist eine Forderung an die Politik, dass man sagt, bitte helft damit, dass die Leute willig sind, da etwas beizutragen. Wobei Mentoring ist auch nicht sehr anstrengend. Ne? Also das ist, sie brauchen eine 40 Stunden. Also wenn Sie, mein ehemaliger Mentor, jetzt habe ich einen Mentor, der ist 87 Jahre alt, ein Professor, ja. Wunderbarer Mann, der vorige war auch, der hat 50 Mentees gehabt, ganz prominente Leute, die er weitergebracht hat, ja. Wo, ganz im Stillen. Wie würden Sie diese Mentoren finden, jetzt mal ganz einfach gefragt, würden Sie sagen, Sie die das war es jeder oder die kristallisieren sich raus? Na, das ist ja etwas Wichtiges, dass man sozusagen da ein Matchmaking findet. Ne? Also wir haben für die Wirtschaftskammer einmal ganz kurz ein Mentoring-Programm, habe ich supervidieren dürfen. Aber das war meiner Meinung nach einfach zu schwachbrüstig aufgelegt. Aber da war dann irgendein Abend und da sind dann irgendwelche Leute gekommen, zum Beispiel ein Nigerianer, der Taxi fährt und ein Mathematiker ist. Ne? Und sagt mir dem sein Mentor, ja, sag mal, was soll ich denn mit dem Nigerianer machen? Das ist ein gescheiter Bursch. Wen tue ich denn da als Mentor? Sag ich, du brauchst gar keinen Mentor, den vermittelst du an eine Versicherung. Weil bei der Versicherung ist es wurscht, ob er Deutsch kann. Und die suchen die ständig Mathematiker. Am nächsten Tag hat er den Job gehabt, hat das Dreifache verdient als beim Taxifahren. Ne? Aber wenn er da jetzt nicht einen hat, der ihm diesen Tipp gibt, fährt er weiterhin Taxi die nächsten 10 Jahre. Der Nachdruck, den der Senat ausüben könnte auf die Politik, ist entscheidend. Es geht leider in Österreich nicht ohne die Politik. Nicht? Und vor ein paar Monaten hat man ja alle möglichen Dinge gesammelt, die passieren müssten, damit Menschen länger arbeiten. Nichts ist bis jetzt geschehen und jetzt denken wir an die Wahl nächstes Jahr und da wird wieder nichts geschehen. Also wir verrotten dahin. Aber es geht nicht ohne die Politik, weil diese Regelungen sind einfach gesetzlich gebunden. Wie sieht das aus mit den zusätzlichen Pensionseinnahmen, wenn ich noch etwas mache? Und da muss man halt die Sozialversicherungsbeiträge in einer großen Höhe, ich glaube 27%, noch abliefern, obwohl man schon versichert ist. Es ist ein verrücktes Land. Leider ist es so schön. Also ich denke, das sind sehr gute Anregungen und Impulse. Und da wir ja uns, wie Sie sagen, auch den nächsten Wahlen wieder nähern, denke ich, das ist ein gutes Schlusswort, was wir auch dann selbstverständlich weitergeben werden und in den Senatspublikationen formulieren werden. Also in dem Sinne bedanke ich mich für das Gespräch und fürs Kommen. Vielen Dank. Wir danken auch. Bitte gern.